herzlich willkommen zur Aufzeichnung zwischen den beiden Teams UXP und Aktiv. Heute kommentiert mit mir zusammen der Ahab. Hi Ahab. Hallo. Hallo. Ja, da gehen auch schon die ersten Fahrzeuge auf und ja, das sieht sehr vielversprechend aus, muss ich sagen. Ja, allerdings. Ja, die erste Map ist Himmelsdorf, danach Ensk und, wenn wir Glück haben, noch Severogorsk. Bin jetzt auch mal gespannt wieder. Also der Cap liegt wieder auf der Einsatz-Uhr-Linie EF und die Teams starten alle auf der Nuller-Linie. Jawohl. Ob die jetzt hier alle hochfahren, vielleicht auf dem Hügel, schauen wir mal. Ja, UXP startet mit einem FV215B 183, 1, 2, 3, 4, 5, 6, IS-7. Und Aktiv startet mit 5 IS-7 und mit 2 T57 Heavy. Jawohl. Ich sehe schon, Aktiv fährt auf jeden Fall nicht hoch, UXP auch nicht. Oh, Schlachtergasse wird außer Acht gelassen erstmal. Ja, das ist die Frage, was die drei IS-7 machen IS-3. Von Aktiv. IS-7, sorry. Genau. Ja, die also UXP fährt auf jeden Fall mal glaub, direkt vorbei. Jawohl, genau. Ja, aber Aktiv zieht auch, so wie es aussieht, an der Schlachtergasse vorbei Richtung Cap. Ja... UXP ist jetzt so gut wie an der Cap, positionieren sich alle dort an dieser wunderschönen Halle. Aktiv direkt hier durch die Mitte durch, teilt sich anscheinend auf, versucht einmal von hinten zu kommen und einmal von vorne anzugreifen, wenn ich das jetzt richtig sehe. Versuchen die eventuell einzukeilen. Ob das funktioniert, ist fraglich. Jetzt haben wir hier schon drei IS-3, die offen sind. Ja, Werwolf hat schon eine kassiert. Und der T57 Heavy ebenfalls. Ja. Ja, noch passiert hier nicht allzu viel im reinen Stellungsspiel gerade. Jetzt kommt der Widerstand von der Seite auf jeden Fall wirken. Aktiv steht aber auch sehr gut da, zieht sich jetzt aber ein Stückchen wieder zurück. Jawohl, das ist richtig. STG 1 Werwolf ist in der Base. Ja, so wie es aussieht, haben nur Werwolf und Knüppelknot bisher eine kassiert. Genau, und jetzt zieht Aktiv hier von hinten rum. Das kann jetzt direkt mit Fokusfeuer auf Loco Loli den rausnehmen, weil der jetzt im Moment gerade ganz alleine steht. Wobei die eine IS-7 von SQU025 All jetzt auch da Richtung, dort in die Richtung zeigt. Knüppelknut kommt jetzt auch zur Unterstützung. Aktiv pusht hier erstmal durch. Jetzt muss Fokusfeuer auf Loco Loli kommen, der wird jetzt auch gleich rausgenommen. Und als nächstes, denke ich mal, wird Knüppelknut dran glauben, weil er einfach ganz vorne steht. Was schon ein bisschen angeschlagen ist, derweil Aktiv von oben, die fangen jetzt von oben auch leicht an zu pushen, Frauenarzt fährt vor, versucht eventuell von hinten reinzuwirken, ist auch hier jetzt einigermaßen gut in Deckung, weil jetzt nämlich die IS-3 mit 55 müssen jetzt rauskommen, um auf ihn zu wirken. Du meinst die IS-7? IS-7, tut mir leid, ja. Knüppelknut und SQU stehen eigentlich relativ gut, aber jetzt kommt der Push von Aktiv. Genau. Knüppelknut raus. Okay, jetzt ist auf jeden Fall SQU auch gleich raus. Kommt drauf an, der T7. Der brennt. Der wird jetzt auch gleich rausgefokust, da ist er jetzt schon weg. Und jetzt wird es wieder schwierig für Aktiv. Aktiv pusht aber jetzt gleich von hinten drauf mit zwei IS-7. Ja, wir wechseln einmal die Sicht. Ja, so wie es aussieht, folgt jetzt der Push von UXP auf der Frauenarzt.
Genau. HNST ist jetzt auch One-Shot. Der wird jetzt auch gleich rausgenommen. Ja, der FV215B183 ist One-Shot und raus. Ja, und jetzt wird wahrscheinlich Pierre so von hinten weggeballert. Aber er hat noch HNS viele Ziele mitnehmen raus. können. Ja, man merkt da auf jeden Fall, beide Teams schenken sich rein, gar nichts. Ja, und jetzt ist es aber ein 2 gegen 2, wobei UXP jetzt hier mehr Strukturpunkte vorweisen kann. Oh, Werwolf schön rausgenommen. Ja, der Wird erstmal T-750 Heavy nachgeladen. ist, ja, ist ein One-Shot, genauso wie die IS-7, die noch da ist mit Hotech 4. Ich bin Genau, gespannt, jetzt. was Mitch Ja, weil jetzt macht. kommt jetzt Mitch von hinten raus. Er ist nicht offen, er ist nicht offen. Der Jetzt ist er T57, offen. jetzt ist er offen. Die IS3 kann jetzt, IS7 kann jetzt theoretisch wirken, aber wird Jawohl, die schwieriger ist als raus. das. Ja, jetzt ist es ein 1:1-Kampf. Von den Strukturpunkten hat Mitch natürlich mehr im Moment. Und Ah, ja, da hat er knapp noch überlebt, knapp ein überlebt. wenig übrig gelassen. Oh, und was macht er? Er fährt Aber jetzt muss. drauf. Ja, jetzt muss er aber wegfahren. Jetzt ist er nämlich voll. Jetzt muss er sich. Ah, schafft aber nicht mehr. Das war's. Ja, Ja, 1-0 für UXP. ein richtig spannendes Match. Puh, das war jetzt Also, ich aber fand, echt gut. das war richtig gut. Schöne Dynamik auch im Spiel von beiden Teams. Sehr gut ausgedrückt. Genau. Ah, nee, da gehen schon die ersten Panzer auf. Oh, schon Mal eine erste gucken. Veränderung mit dem 113er. Genau, da bin ich mal gespannt. Also der Dings wird jetzt nicht mehr kommen, ne? Der Jagdpanzer. Ja. Okay. Ja, dann wollen wir mal schauen, was die zweite Runde uns so einbringen wird. So, dann schauen wir einmal rein. Aktiv startet mit 1, 2, 3, 4, 5 IS-7, 2 T-57 Heavys. Ja, und UXP startet mit 6 IS-7 und einem 113. Jawohl, UXP bewegt dann. sich auch schon mal runter. Beide Teams Jawohl. bewegen sich runter wieder. Ja, aktiv. Es sieht so aus, als würde er aktiv direkt Richtung Cap fahren. UXP genau das gleiche. Obwohl aktiv teilt sich jetzt auf. Oh, wir ziehen jetzt Richtung Mitte. Wahrscheinlich Ja. warten Sie jetzt erstmal ab, gucken, was hier UXP vorhat, um dann agieren zu können. Jawohl, UXP direkt Richtung Cap. Ja, der Frauenarzt jetzt als einziger Panzer relativ weit vorne, der Rest ist noch relativ weit hinten. Und UXP. UXP direkt Richtung Cap, direkt rein. Und Jawohl. jetzt bin ich mal gespannt, Ah, sie was fahren jetzt hier durch. passiert. Und da hat Oh, es auch schon Frauenarzt den hat eine ersten. schöne Stelle setzen können. Ja, Ja. genau. Ja, aktiv zieht jetzt von hinten nach. Jetzt hat hier oben auf jeden Fall mal der Sven hier schön den Vorbruch. Beziehungsweise den Vorstoß etwas aufhalten können. Dessen positioniert sich jetzt aktiv, aber ohne das richtige Zangenbewegung. Es wird eher so ein kleiner Stellungskrieg hier gerade. Ja, UXP steht Werwolf hier natürlich. fährt
hinten rum mit seinem 113. Ja. Wird jetzt eventuell, wenn jetzt Sven rausgehen sollte, dann wäre es natürlich ein einfaches, hier eventuell zu pushen. Von UXP. Ja, von den Strukturpunkten her, ja, liegt der Unterschied von 1% bisher. Viel hat sich noch nicht getan. Lokololli und Hanmischel haben sich auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen umpositioniert, sind ein bisschen weiter vorgerückt. Ja, die eine IS-7 fährt längs rum und versucht von der Seite zu wirken, genauso wie der 113. Und Lokololli. Ich muss jetzt sagen, dass UXP eigentlich ziemlich aufgesplittet ist, auf der Hälfte von der Map auf der 2-Linie. Jawohl, während richtig. Hier, na, Vilgary ist jetzt hier auch ein bisschen alleine. Ja, ist auch One-Shot, glaube ich. Jetzt wird es ein bisschen schwierig. Aktiv hat jetzt Frauenarzt, One-Shot. Ja. Jetzt müsste eigentlich hier Hanmischel und Lokololi pushen mit dem Werwolf, um vielleicht Sven kurz rauszunehmen und dann wieder auf die gleiche Position zurückfahren. Wie es aussieht, haben wir Knüppelknut, Mitch 55 und der HNS hier eigentlich ziemlich gut im Blick. Oh, Vilgary ist jetzt auch One-Shot. Jawohl. Beide Teams spielen sehr vorsichtig. Das ist irgendwie so ein richtiges Abtasten hier. Keiner traut sich so ein bisschen zu pushen gerade. Weil für UXP geht es ja auch um viel jetzt hier bei diesem letzten Match. Oh. In Sand geschossen, abgeprallt. Ei. Ja, es ist echt gerade sehr interessant. Ja. Von den jetzt Strukturpunkten her liegt jetzt aktiv derzeit gepusht. Hinten, genau. Ah, aber aktiv. Lokololli hat jetzt gerade eben 2 Schellen gefangen. Aber sie müssen jetzt auf jeden Fall, also wenn man sowas anfängt, muss man es auch zu Ende bringen. Aber jetzt sind auch schon alle E7 da unten nachgeladen. Es wird schwierig. Nee, jetzt dann doch wieder zurückziehen. Ja, der T57 oh, Heavy ist raus. Aber auch. Was ich gerade schon sagen wollte, von den Strukturpunkten her liegt aktiv zurück mit 30%, UXP mit 50% mittlerweile. Jetzt ist Sven auch raus. Ja, Hottek One-Shot. Jetzt wird komplett reingepusht hier. Mitstadt direkt vor, nimmt Hottek raus. Kann jetzt. Ah, er muss jetzt noch nachladen erstmal. Ah, aber die andere E7, Iwand, Wand of Forge, was haben die alle so lange Namen, so komisch. Ist jetzt auch raus, ja. Genau. Und jetzt ist nur noch hier Gladiator übrig, der ist wahrscheinlich, ja. Ja, der ist aber auch One-Shot jetzt. Ja, das und war's dann auch. Jawohl. Ja, somit steht es 2-0 für UXP. Jawohl. Ah, jetzt. Mal gespannt, ob ein Scout dabei ist. Oh, ein der Jäger. Eventuell über die 9er-0er-Linie fährt. Ein T110E3. Oh, und eine Maus. Oh, 2 Stück. Ein T110E4. Ah, ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wird sich wahrscheinlich auch alles wieder in der Stadt abspielen. Also im Camp. Ich gehe mal davon aus, hier in der DEF 123-Linie. Wird hart umkämpft sein. So, wir schauen einmal rein. Aktiv fährt mit ein T110E4, ein T110E3, 4 ES7 und ein T57 Heavy.
Und UXP spielt mit einem T110 E4 mit 5 IS-7 und einer Maus. Jawohl. Man sieht auf jeden Fall schon mal, alles zieht Richtung Stadt. Ja. Wird vielleicht schon kurz vor den Gleisen etwas verteilt oder kurz danach, je nachdem. Ja. Aktiv zieht schon mal direkt anscheinend durch Richtung UXP Dreierlinie. ein, ja, jeweils Blind Shots gesetzt. So, jetzt wird es gleich spannend. Auf jeden Fall fährt schon mal der T110 E4 von aktiv irgendwie relativ offensiv vor. Bringt sich jetzt hier am Cap in Position. Aktiv UXP, ja. Werden sich jetzt wahrscheinlich alle in Position bringen und dann wird es irgendwann mal ein Go geben. Hottech ist auf jeden Fall mal offen, genauso wie HNS. Da war zumindest gerade eben noch offen. Und währenddessen stiehlt sich hier der T110 E3 von außen hier vorbei, ein bisschen. Der Vilgeri versucht eventuell hier auch was aufzudecken, aber sieht erstmal nichts da. Bisher passiert noch nicht viel. Und die einzige Bewegung, die ich jetzt sehe, auch hier hinten, ist jetzt Knüppelknut. Mitch hat sich repositioniert. Auch Richtung Gleise jetzt hier. Könnte jetzt eventuell. Nee, er ist aufgegangen. Jetzt ist er aufgegangen. T110 hat ihn aufgemacht. Zieht jetzt wahrscheinlich auch auf ihn. Wird aber nicht auf den Birken können. Jetzt ist er wieder zu mittlerweile. Und Das jawohl, ist da geht natürlich. es los. Da hat es schon die ersten Schüsse geregnet. Genau, jetzt sieht man hier auf jeden Fall sehr viel Bewegung bei aktiv. Hier, UXP positioniert sich jetzt noch etwas um. Werwolf positioniert sich weiter nach hinten, um vielleicht hier Mitch zu unterstützen noch. Und Knüppelknut. Während jetzt die IS-7 hier, I Want the Forge, schon aktiv hier gleich vielleicht hier am Rand kommt. Nein, Hottech ist offen, wird doch schon gleich beschossen. Das ist schwierig jetzt für beide Teams. Warten lieber ab. Bis der Gegner Fehler macht, und da, um dann zuschlagen zu können. Sven Sven ist. offen. Ja, aber er ist gut in Deckung. Da kann nicht viel passieren im Moment. Jetzt ist er wieder zu. So, jetzt Der kommt Real Gladiator, stellt sich hier schon mal hinter den T110 E3, Vilgeri von aktiv. Und vielleicht ein Push? Ja, da kommt ein Push. Da kommt ein. Oder? Was machen sie jetzt? Nein, ziehen sich wieder zurück. Vielleicht war es doch die falsche Idee oder doch? Ich glaube, die wollen sich jetzt in Position bringen. Der T110 Knüppelknut fährt jetzt auch hier ein bisschen weiter vor. Vielleicht haben sie eine Vorahnung. XP repositioniert sich jetzt auf jeden Fall mal wieder ein bisschen. Aktiv hat sich auch repositioniert, versucht jetzt hier mit zwei IS-7 über die Einserlinie eventuell vorzupushen, machen jetzt auch gleich HNS auf. So, jetzt pushen auch hier Gladiator und Vilgeri durch den Cap durch. Oh, das wird aber jetzt schwierig für die beiden. Jetzt kommt nämlich Knüppel von hinten. Ai, ai, nur ai, ai, ai. gekettet. Oder er macht jetzt erstmal nichts. IS-7 von aktiv pushen. Bisschen jetzt durch hier, haben sich jetzt wieder getroffen. XP komplett gepult. Von hinten kam jetzt auch noch Sven angefahren. Wird sich jetzt wahrscheinlich hier vorne ein bisschen auf Knüppel konzentrieren. Oh, Vilgeri hat jetzt erstmal den Werwolf rausgenommen.
Sven ist jetzt mittlerweile auch nur noch ein One-Shot. Oh. Knüppelknut hat einen Munitionstreffer erhalten. Genau, ist jetzt hier auch komplett alleine. Das heißt, wenn jetzt von den dreien hier gepusht wird, was jetzt auch wahrscheinlich passiert, ja, können die den eigentlich ohne Probleme rausnehmen, weil er jetzt hier keine Hilfe mehr hat. Also hier hinten steht zwar noch die Maus mit Lokoloni, aber naja, eigentlich ist die Hauptfront jetzt hier in der Mitte von dem Quadrat. Ja, okay, Knüppel ist jetzt auch schon raus. Ja, es sieht so aus, als würde aktiv UXP jetzt einkreisen. Genau. Muss erstmal abgewartet werden auf beiden Seiten, denke ich mal. Also UXP kann jetzt nur noch zusammenbleiben und versuchen, diese Position zu verteidigen. Weil egal, wo sie jetzt rausfahren, sind sie eigentlich relativ erledigt. Aktiv positioniert sich hier ins Cap mit zwei Panzern und versuchen jetzt auf jeden Fall UXP rauszulocken. So, SQU, hier verschiebt sich schon ein bisschen was. Mitch, SQU kommt raus. Oder kommt er raus? Nein. Versucht aber mit Mitch zusammen jetzt eventuell ein bisschen für Stress zu sorgen auf der Seite. Wird aber schwierig. Währenddessen pusht hier Sven rein, der noch unentdeckt ist. Und versucht eventuell von hinten. Nein, Mitch hat es schon gemerkt, aber kriegt eine trotzdem von hinten. Potek Eieieiei. mittlerweile One-Shot. Genau. Oh, da ist auch Mitch jetzt rausgegangen. Jetzt muss theoretisch. Ich weiß halt nicht, es sind jetzt noch 40 Sekunden Zeit. Hottech ist jetzt auch raus. Sven kann hier wunderbar von hinten wirken. Oh. So, und jetzt drehen sich Hanmischel. Oh, das ist das Problem. Die sind jetzt komplett eingekreist. Hat jetzt auch hier Moontreffer bekommen. Noch 10. Moment, gleich sind es nur noch 10 Sekunden. Jetzt muss UXP was machen, sonst ist die Map verloren. Ah, gerade so, da kam der Rettungsschuss. Sven Sven kann kann auch hier immer von noch hinten von hinten wunderbar wirken. wirken. Genau. Ja, wunderbar. Ja, dann ist jetzt HNS eigentlich jetzt auch gleich raus. Jawohl. Und jetzt wird er da reinpushen und jetzt wahrscheinlich ja, den Hahn-Michel erstmal rauspicken hier, schön von hinten. Ah, hat nicht ganz gereicht. Fährt die Maus, Lokololi, fährt jetzt raus, aber hat eigentlich fast keine Chance mehr. Ja, Hahn-Michel ist jetzt auch raus und jetzt wird die Maus auseinandergenommen. Ja, sehr schönes Game, sehr spannend vor allen Dingen. Da Ja, somit steht's 2 zu 1 für UXP. vor allen Dingen, ob jetzt wieder die zwei Jagdpanzer ins Spiel kommen oder man vielleicht komplett auf Heavy setzt. Also diesmal war das so, dass UXP sich hat ziemlich quasi, wie sind meine Quadrant GH 1, 2, 3 hat einengen lassen, konnten wunderbar umrundet werden quasi oder beziehungsweise von allen Seiten beschossen werden. Also man hatte kaum Bewegungsmöglichkeiten. Es war halt sehr schwierig für UXP da nochmal auszukommen. Und ja, haben es dann auch nicht geschafft, leider. Dann gehen auch schon die Panzer auf.
So, wir schauen einmal rein. UXP startet mit einem T110 E3, 4 IS7, einer Maus und ein AMX 50B. Ja, und aktiv startet mit einem T110 E4, einem T110 E3, 4 IS7 und einem T57 Chevy. Hat also nichts am Setup quasi geändert. Wohingegen UXP, den hatten die vorhin, die hatten doch vorhin auch den T57 Heavy, oder? Ja, also auf jeden Fall neu Also ist der der Werwolf war das AMX so. 50B. Ja, genau. Oh, hier der AMX 50B, presche doch schon mal gleich vor, geht doch gleich auf, hat aber jetzt auch schon grob die Richtung jetzt aufgemacht von aktiv. UXP pusht schon mal direkt hier die Straße an der C-Linie, D-Linie runter. Versucht sich hier einigermaßen gut zu positionieren, während aktiv genau das gleiche macht, hier wieder im Quadrat. Der Frauenarzt hat schon einen Treffer kassiert. Die Maus, der AMX und der E3 noch nicht offen. Mitch mittlerweile auch nicht mehr. Ja, aktiv bleibt relativ weit hinten. Also ich denke mal, die warten jetzt mal, okay, die Maus hat sich jetzt auch schon positioniert, müsste jetzt auch in Position sein. Jetzt wird Richtung Cap gefahren von Mitch 55, um vielleicht den einen oder anderen Panzer hier von aktiv rauszulocken. Hier hinten sieht man ja, Wilgery war bis jetzt eben noch offen. Ansonsten bewegt sich hier eigentlich so ziemlich gar nichts auf der Map. Ich muss mal so sehen. Oh, Sven ist aufgegangen und hat die Maus aufgemacht. Und Sven hat auch gleich eine gefangen. Der AMX 50B relativ nah an den Schienen. Oh, so, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt hier Knüppelknut hat jetzt eventuell, er hat jetzt, ist jetzt auch offen und hat auch Freischussfeld. Hat Wilgery auch. Oh, es war relativ ausgeglichen, wobei Wilgery eben ein bisschen mehr Schaden gemacht hat als Knüppel. Aber Knüppel kriegt noch den zweiten Schuss mit rein. Der AMX 50B zieht jetzt nach. Und jetzt mal schauen, was jetzt hier passiert. Den Knüppel müsste sich jetzt ein bisschen hier zurückziehen. Okay, der AMX kann gut wirken, aber kriegt auch selber noch eine Schelle ab. Okay, Frauenarzt ist jetzt wieder offen. Jetzt wird Mitch attackiert, aber Frauenarzt kriegt jetzt auch schon wieder eine Schelle ab. Sven hier hinten bewegt sich jetzt, gehe ich mal von aus, hier Richtung 4er-5er-Linie, um eventuell den Jagdpanzer mit Wilgery und den T57 Heavy mit Gladiator zu beschützen oder um Rückendeckung zu geben. Oh, Mitch bewegt sich hier keinen Meter. Auch sehr interessant. Die Maus bleibt da hinten erstmal noch weiter stehen. Passiert auch nichts. Jetzt geht Sven auf. Jetzt muss der AMX 50B eventuell reagieren. Was macht er jetzt? Fährt wieder zurück, versucht sich ein bisschen in Sicherheit zu bringen. Das ist schwierig. Schon wieder so. Ja, oh, jetzt kriegt ihr die IS-7. Hat ein bisschen was Schaden bekommen. Ansonsten bewegt sich hier so gut wie gar nichts. Aktiv auf jeden Fall weit auseinander gestreut. Genauso wie UXP. Genau. Ah, okay, man sieht jetzt hier aber auf jeden Fall, dass schon mal hier jetzt der Jagdpanzer mit der IS-7 von aktiv hier jetzt die 5er-Linie hochfahren. Sorry, die 6er-Linie. Und der AMX 50B ist offen, Knüppelknut weiß aber auch Bescheid. Das macht Mitch. Mitch kann nicht wirklich seine Gun drehen, weil er sich auch nach vorne konzentrieren muss.
Gucken, ob da. Ah, aber jetzt kriegt er eine rein. Oh, noch die zweite Schelle. Das ist natürlich unangenehm. Steht hier jetzt auch ein bisschen offen. Was macht jetzt der AMX? Kann der eingreifen? Eigentlich hätte er direkt nach den Schüssen vorfahren können. Knüppelknut muss jetzt auch reagieren. Real Gladiator kann da hinten gut Deckung geben. Mitch hat sich jetzt auch weiter Richtung Häuser verschoben. Oh, und jetzt kommt der Push von UXP hier in der Mitte auf der Einsatzvorlinie, oder? Kommt da? Die Maus fährt zumindest vor. Jetzt wird's interessant. Oh, Knüppelknut kriegt auch noch eine rein. Mitch hat auch wieder eine reinbekommen. Wird jetzt, Knüppel ist raus. Mitch wahrscheinlich als nächstes auch. Aber dafür ist auch der Vilgary rausgeflogen, Jawohl, der genau. T110. Ah, jetzt kommt der Push von UXP. Ah, ziehen sich doch Genau. wieder zurück. Ja, Sven pusht jetzt auf den AMX. Genau, Mitch ist mittlerweile auch schon raus jetzt. Ja, und der AMX 50B versucht jetzt sich jetzt irgendwie noch ein bisschen zu retten, aber wird das wahrscheinlich nicht schaffen. Steht jetzt hier zwar relativ gut, aber ja, oh, jetzt kommt nämlich noch Real Gladiator und dann ist die Sache hier auch gelaufen, da ist er auch schon weg. So, jetzt haben sich die Karten wieder ein bisschen geändert hier. Wie das jetzt aus hier? SQU kriegt jetzt schönes Fokusfeuer, hat jetzt zwei Shots gefressen. Ah, und UXP wird jetzt hier komplett reinpushen, um sich da vielleicht zu verschanzen noch. Ah, nee, aber merkt, oh, da ist die Übermacht zu groß an anderen Panzern. Das machen hier Sven und Gladiator. Die könnten jetzt eigentlich schon von hinten pushen, machen es eher vorsichtig. Aber kriegen auch die eine oder andere Schelle rein. SQU ist raus. Hanmichl ist jetzt auch gleich raus. Oh, Lokololi One-Shot auch raus. Hanmichl ist jetzt raus. Und das war's dann, denke ich mal, auch wieder für UXP. Ja. Sehen wir doch die dritte Map, ne? Jawohl, ja, Aktiv hat jetzt den Ausgleich geschafft. Demnach steht es jetzt 2 zu 2. So, dann gehen auch die Panzer Ah, auf. endlich mal eine Badge 25. Sehr schön. Oh, der Hanmichl ist nicht bereit. Ja, auch sowas kann durchaus passieren. So. Ja, Ahab, dein Wunsch wurde erhört. Ja. So, UXP startet mit einer Batchet, 25 Tonnen und 6 IS-7. Und aktiv startet mit einem T110 E5, mit 5 IS-7 und mit einem T110 E5. So, man zieht jetzt auch schon mal die Badget. Ich bin sehr gespannt, wo die Badget jetzt lang fährt. Die fährt auf jeden Fall schon mal hier Richtung Mitte. Während sich wahrscheinlich jetzt hier aktiv eher Richtung Achterlinie konzentriert. Jawohl, aktiv zieht sich zusammen Richtung 8er, 9er Linie. Was jetzt sehr spannend ist, UXP fährt jetzt mit drei Heavys. Nein, die ziehen alle noch nach. Die fahren jetzt hier die 1er, 2er, 3er Linie hoch. Okay, die Badget ist also hier ganz alleine hier unten am Cap. Ich gehe mal davon aus,
dass die denken, sie werden hier durch die Mitte brechen, an der Achterlinie. Gut, warten wir mal ab, wie aktiv jetzt reagieren wir. Die positionieren sich jetzt hier genau an diesem Durchgang zur Stadt. Jawohl, Ah, und da ist jetzt auch die Badge schon auf. Ja. ja, Hottech ebenfalls. Genau. Was sehr interessant ist hier, Wilgery ist ein bisschen weiter zurückgeblieben. Zieht jetzt auch langsam nach. Ich gehe mal davon aus, sollte eher so zur Absicherung erstmal hier zur Verfügung stehen. So, UXP fährt jetzt erstmal nicht weiter. Die sammeln sich jetzt erstmal hier oben. Jawohl, die Badget fährt vor Richtung 9er Linie. Ah, okay, und ich sehe jetzt hier schon T110 und IS-7 sind offen von aktiv und die müssen jetzt wahrscheinlich alleine diesen Heavy-Pulk aufhalten. Wenn aktiv jetzt nicht irgendwas anderes vielleicht durchzieht, zum Beispiel hier vielleicht direkt in die Mitte zu fahren, aber die wissen natürlich nicht, wo die restlichen Heavys sind. Die haben bis jetzt noch kein Heavy aufgemacht, sondern nur die Badget. Jawohl. Ja, man sieht, aktiv ist relativ weit verstreut. UXP hingegen, ja, sind eigentlich alle zusammen an einer Stelle. Abgesehen von der Badget natürlich. Oh, Mitch 55 ist aufgegangen mit seiner IS-7 hier. Jetzt hat wahrscheinlich aktiv eine Vermutung, was jetzt hier passiert ist. Und jetzt könnten sie theoretisch, wobei man kommt von diesem Hügel eigentlich relativ easy runter, normalerweise. Also von dieser Anhöhe da, wo jetzt hier Mitch 55 und Loco Lolly stehen. Kann eigentlich relativ schnell hier in den Cap reinwirken. So, ihr 7 Pierce von aktiv fährt zögerlich nach vorne, aber zieht sich dann doch wieder ein bisschen zurück. XP macht erstmal nichts. Ich gehe mal davon aus, dass sie darauf warten, dass hier jemand in den Cap reinfährt von aktiv. Und erst dann wird hier unten dieser kleine Pulk von vier Panzern von UXP runterpushen. Und wenn die dann runterpushen, wird wahrscheinlich Werwolf von hinten kommen, versuchen, dir ein bisschen Terror zu machen. Jetzt ist Lokololi auch wieder auf, Mitch auch wieder. Ja, aber aktiv lässt sich nicht wirklich blicken. Ja, Bis auf UXP bleibt natürlich. auch noch stehen. Ja, bisher ist noch nicht wirklich viel passiert. Hottech fährt jetzt immer wieder weiter vor, Stück für Stück. Ah, okay. Also XP zieht sich jetzt zusammen und wird vielleicht jetzt doch wieder von hinten kommen. Ja, fahren wieder zurück zu ihrem Spawn. Und versuchen von dort aus aktiv anzugreifen. So, wir sehen, UXP zieht rüber. Ja, das sieht so Ja, und aus, da gehe als ich in ziehen die sie erste noch Richtung auf. Base. So, und jetzt muss das Fokusfeuer stimmen. Dann können Sie schon mal drei Panzer hier rausnehmen. Hottech kommt jetzt noch mal als Unterstützung raus. Sven kann jetzt erstmal nichts machen. Muss sich jetzt erstmal ein bisschen bewegen. UXP sollte diese Situation ausnutzen. Machen Sie auch. Sie pushen komplett rein jetzt. Ja, die Badget immer noch hinten. So, Sven ist jetzt auch mittlerweile angekommen, kann jetzt auch eingreifen. Ja, und jetzt zieht der komplette Rest von aktiv nach. Die Badget kommt jetzt auch und versucht eventuell jetzt von hinten zu wirken. Jawohl.
Ah, aktiv ermannte Fort schert außenrum, will von oben angreifen. Oh, SQU hat einen Moonlager-Treffer bekommen. Ah, kann die Badget wirken? No, du kriegt, wird gerade ziemlich auseinandergenommen hier. Ah, ist jetzt auch One-Shot. Schnell in Sicherheit bringen. Nein, da ist sie schon raus, die Badget. Ja, Jetzt geht's Knüppelknut irgendwie auf mittlerweile. Knüppel. One-Shot jetzt. Ja, Knüppel ist jetzt auch weg. Nee, noch nicht. Noch nicht, noch nicht, aber gleich. Jetzt kommt nämlich Reed Gladiator von hinten. Ja. Wo hat Michel auch schon wieder Moonlager-Treffer? Ja, derzeit steht's 2 zu 1 für aktiv. 2 zu 2 Ausgleich mittlerweile. Noch relativ ausgeglichen, aber jetzt kommt von hinten. I want the Forge. Ah, Mitch auch One-Shot jetzt. Jetzt wird es schwierig. Jetzt wird wahrscheinlich Hahnmichel hier rausgenommen. Ist komplett alleine hier vorne an der Front. Ja, Hottech ist theoretisch jetzt auch One-Shot. Aber hält sich jetzt ein bisschen im Hintergrund. Lokololi könnte jetzt theoretisch angegriffen werden. Aber wird sich jetzt wohl auf HNS konzentriert. Ja, zwei IS-7 mittlerweile nur noch übrig. Hottech One-Shot. Lokololi jetzt auch eigentlich. Ja, Beide das ist schon weg. raus. So. Und was dann wieder für UXP? Ja, Ja. ein weiterer Sieg für aktiv. Demnach sind sie jetzt das erste Mal in Führung mit 3 zu 2 und somit Matchball für aktiv. Genau. So, ich muss mich jetzt aber leider verabschieden, weil ich jetzt auch selber noch spielen muss. Jawohl, kein Problem. Ich Dann bedanke mich danke auf jeden dir, Fall. ja, ich mich bei dir auch, dass ich das machen durfte und ja, wir sehen uns aber nächsten Mal. Jawohl, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss. So, da gehen auch schon die Panzer auf. Dann schauen wir mal rein. Aktiv startet mit 1 T110 E4, 1 T110 E5 und 5 IS-7. OXP mit 1 T110 E4 und 6 IS-7. So, ich bin gespannt, was uns jetzt erwarten wird, wie beide Teams jetzt starten werden, wie sie sich zusammenziehen, wo sie langfahren. Ja, UXP zieht die 9er Achterlinie hoch. Na, es sieht so aus, als ob aktiv genau das Gleiche machen wird. Jawohl, UXP schon fast zusammen.
So, ja, die erste IS-7 ist bereits offen. Oh ja, da sind schon die ersten aufgegangen. Ja, UXP stößt relativ weit vor. Tief sammelt sich noch ein wenig. Hottech auf, Hahnmichl auf. Ja, jetzt sind schon relativ viele auf. Jawohl, da hören wir auch schon die ersten Schüsse. Erste IS-7 hat schon zwei Schüsse kassieren müssen. Mitch ebenfalls einen Treffer kassiert. Jawohl, da ist die erste IS-7 von aktiv raus. Ja, was macht UXP jetzt? Werwolf fährt vor, deckt Sven und Rear Gladiator auf. Mitch und Lokololi offen, Werwolf und Knüppelknut ebenfalls. Der E5 den ersten Treffer erhalten. Beide Teams noch relativ vorsichtig. Oh, der E5 einen weiteren Treffer erhalten. Oh, der E5 mittlerweile One-Shot. Der Frauenarzt wird in Fokus genommen und UXP jetzt von hinten drauf. Ja, aktiv hat es gemerkt und zieht jetzt mit drei Panzern, nee, zwei nur noch nach hinten. Der Frauenarzt sitzt relativ alleine. Die Chance natürlich für Lokololi und Mitch zu pushen. Der Frauenarzt mittlerweile raus. Gladiator mittlerweile One-Shot. Ja, derzeit steht's 4 zu 0 für UXP. XP sehr stark. 7 zu 0. Und somit hat UXP wieder den Ausgleich geholt. Es steht 3 zu 3. Somit gibt es jetzt die
das Entscheidungsspiel auf Geisterstadt. Ja, bisher wirklich sehr spannend das Spiel. So, da gehen die Panzer schon auf. So aktiv startet mit ein T110 E4, ein T110 E3, 4 IS-7 und ein T750 Heavy. Und UXP startet mit ein T110 E4 und 6 IS-7. So, ich bin gespannt, was hier auf dieser Map beide Teams machen. Ich bin ein wenig zu hoch mit der Kamera. So. Aktiv. Es sieht so aus, als würden die gleich über die Fünferlinie in die Stadt fahren. UXP fährt gerade in die Stadt rein. Nee, aktiv fährt weiter. Bisher noch keiner
aufgegangen. Ah, der E4 ist jetzt mittlerweile auf. UxP jetzt immer noch, ja, sehr gut verteilt. Ziehen so langsam Richtung Base. Sind jetzt auch mit drei Panzern in der Base. Ja, es ziehen alle Richtung Base. Capzeit derzeit 50 Sekunden. Mitch schon ein Treffer kassiert. Ja, es sieht so aus, als würde sich aktiv jetzt teilen. Genau, machen sie auch. Capzeit 36 Sekunden. Mittlerweile sind es nur noch 23 Sekunden. 19. Jetzt muss der Recap-Schuss kommen. Ah, jawohl, da ist er gekommen. Ah, Mitch jetzt draußen. Capzeit mittlerweile wieder auf 23 Sekunden. Jetzt geht es relativ schnell. ONST wurde in Brand gesetzt, konnte aber noch rechtzeitig löschen. Der Frauenarzt mittlerweile One-Shot. Jetzt fährt UXP aus der Base raus. Na, es wird eine sehr knappe Sache. Knüppelknut da mit dem E3. UXP derzeit überlegen. Allerdings zwei Panzer sind davon nur noch One-Shot. Re-Gladiator wird, glaube ich, die eine IS-7 jetzt rausholen. Nein, konzentriert sich weiter auf Knüppelknut. Knüppelknut nun draußen. Lokololi jetzt auf Real Gladiator. Werwolf jetzt beim E3. Der E3 raus. Nun bleibt nur noch der T57 Heavy als One-Shot. Und der ist ebenfalls raus. Ja. Somit gewinnt UXP mit 4:3. Ja, das war's dann auch schon wieder von uns. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal.